Yay, mehr Hundespaß. Mit dabei mein Bruder Seiko. Hallo. Es halt hier ein bisschen, weil wir im Badezimmer sind, denn heute wird der kleine Kalito das erste Mal gebadet. Das erste Mal Kontakt mit Wasser. Und der Züchter hat uns gewarnt, er hat gesagt, dieser Hund, er darf nicht nass werden nach 12 Uhr. Wir haben jetzt genau 12.13 Uhr und das wird das erste Mal sein, dass unser kleiner Freund hier gebadet wird. Ich bin gespannt, ob er es gut verträgt, denn wir alle wissen, Kalito ist kein gewöhnlicher Hund. Ja, sein Vater war Drogenspürhund in Kolumbien und seine Mutter war ein Waschbär, laut der Legende. Ja, und er ist auch gerade sehr, sehr aufgeregt, sehr verspielt, sehr wild. Er ist ja kaum zu bändigen hier. Ja, er ist wirklich sehr, sehr aufgedreht heute. Ich meine, er ist 10 Wochen alt. Welpen sind halt noch ein bisschen auf Speed. Ja, also ist ganz gewöhnlich, das Verhalten von ihm hier. Und ich hoffe, dass er sich diesmal nicht 3 Minuten lang den Sack lutscht. Denn das war letztes Mal ein bisschen extrem, weißt du? Ich filme ihn so und er so, ja, ich gehe mir jetzt erstmal die Eier schmecken. Ja, ganz, ganz ungehemmt. Gut, dann Operation Badewanne, oder? Ja, würde ich sagen. Packen wir den Kleinen. Legen wir los. Einfach greifen. Okay. Und dann erstmal in die Badewanne setzen. Cool. Jetzt entspannt das sich. Ja, ich hab leider nichts gesehen, dann kurz. Man kommt ja gar nicht dazu, ihn richtig zu waschen, also ein bisschen durchstreichen. Ja, es ist halt das erste Mal für ihn. Ein bisschen durchstreichen, so ein bisschen vorsichtiger. Guck mal, hier ist meine Hand. Schleck meine Hand, Kumpel. So, wir machen dir nichts Böses. Das ist gut. So. Jetzt wieder ruhig. Ja, für ihn ist es halt jetzt ein Schock. Ne? Ja, es ist Neuland, das muss er erstmal kennenlernen. Und in der Dusche auch. Aber alles gut. Alles gut, Kumpel. Er hat, Guck mal, du machst es wie ein richtiger Mann. Du machst das wie ein richtiger Mann. Siehst du, alles wird gut. Alles wird gut. Entspann dich. Genau so. Ist doch angenehm, oder? Ist doch richtig angenehm. Ja. So eine schöne, leicht warme Dusche. Wenn man kannst ein bisschen schlecken. Niemand tut dir was, Kumpel. Niemand. So, ja. Jetzt müssen wir ihn trocken kriegen. Schaut ihn euch an. Es war ein richtiger Kampf. Es war ein richtiger Kampf. Es war wirklich... Oh Gott. Ja. Oh Gott. Er sieht aus wie eine kleine Wasserratte. Ich muss ja sagen, Hunde, die nass sind, finde ich immer so extrem. Ja, das hat was. Da sehen sie immer so armselig aus. Weil er hat so ein bisschen nach Pipi gerochen und er hat gestern Hasenohr gegessen. So ein getrocknetes, das ist nämlich extrem gut für Welpen. Und wir mussten uns unbedingt mal hier ein bisschen um ihn kümmern. Der kleine Müffler musste nämlich endlich mal hier sein wohlverdientes Bad bekommen. Jetzt ist er ruhig, ne? Ja, ist doch alles gut, mein Junge. Ist doch alles gut. Warte, ich mache ihm noch eine coole Frisur. Ja, genau. So ein bisschen Gel rein. Noch ein bisschen Gel, ein bisschen Styling. Der erste Beauty-Block-Hund. Ja, dann auch mal durchföhnen. Ja, das müssen wir eh machen. Wir müssen den ein bisschen föhnen. Also, wir müssen jetzt erstmal schön hier den Hund föhnen, damit er hier nicht die ganze Wohnung zutropft. Dieser Hund ist kein normaler Hund. Er hat besondere Fähigkeiten und er wird sich wahrscheinlich jetzt wieder 3 Minuten die Eier schlecken, wie im letzten Video. Ja, das macht er gerne. Er schleckt sich extrem gerne die Eier. Ist eine Passion von ihm. Eier schlecken und Schuhe. Ja, danach versucht er auch einem ins Gesicht zu schlabbern. Da muss man echt aufpassen. Guck mal hier. Ja, das ist doch fies. Alles gut, mein Liebling. Mein Liebling. Schleck dir mal ein bisschen hier den Zipfel und dann wird alles gut. Ja, wie ein kleiner Siesta, Brother. Ja, du bist ein kleiner Siesta-Brother. Ja. Wir haben ihn natürlich nicht mit Menschen-Shampoo oder sowas gewaschen, denn ja, wir wissen, dass Hunde haben eine andere Fettschicht an dem Fell und man soll sie nicht mit Shampoo oder Duschgel für Menschen waschen, sondern natürlich mit speziellem Hundeshampoo. Wir haben jetzt hier nur Wasser verwendet, weil man soll es ja auch nur so ungefähr alle 3 Monate machen. Also man darf den Hund nicht zu oft mit Shampoo duschen oder baden. Aber so mit Wasser ist es gar kein Problem. Das macht ja gar nichts. Man muss die auch erstmal kennenlernen, wie er reagiert mit dem Wasser. Genau, das war zum ersten Mal für ihn Wasser und ihr könnt euch vorstellen, wie der durchgedreht ist. Also der hat wirklich Panik bekommen, als auf einmal da die Brause angegangen ist. Der hat richtig, richtig Panik bekommen. Das ganze Bad wurde geflutet. Also wenn es jedes Mal so ist, den Hund zu waschen, dann ja, viel Spaß. Viel Spaß. Und nein, ich habe keine heiße Putzfrau, die jetzt in engem Outfit hier das Badezimmer reinigt. Es riecht auch richtig nach nasser Hund. Ja. Ach, ein unangenehmer Duft. Da spart man sich die Duftkerze. Mit dem Typ nasser Hund. Wenn ihr jetzt eine Frau einladen wollt, lasst es lieber. Riecht ein bisschen, als hätte man
vergessen, seine Autositze oder sowas zu reinigen. So, als wären sie schon ewig lang nass und würden so ein bisschen vor sich hergammeln. Mit ein bisschen Moos. Es sieht so niedlich aus. Oh. Ja, die Handtücher, die verbrennen wir natürlich. Nein, tun wir nicht. Tun wir nicht. Es ist so süß, wie er sich selbst abtrocknet. Ja, man spart Arbeit. Man spart Arbeit, ja, ist richtig. Ja, es ist süß und praktisch. Dieser Hund ist eigentlich ziemlich easy. Das sind doch so durch den Boden, über den Boden. Ja, dann hätte ich auch gleichzeitig die Wohnung noch gereinigt. Der hat es ja auch dreckig gemacht schließlich. Ja, vielleicht tue ich einfach ein bisschen so Fliesenreiniger draufschütten auf sein Fell. Und dann reinschubsen. Dann macht er sich nützlich. Komm her! Sitz. Steck die Kamera ab. Oh ja, er hört aufs Wort. Er hört aufs Wort, ja, ja. Er weiß, wer der Meister ist. Galito, wer ist dein Cabron, ha? Wer ist dein Cabron? So, auch wenn es jetzt ein bisschen laut ist, mit vereinten Kräften wird hier der Hund geföhnt und gestylt von einer Expertin, nämlich meiner Mama. Die ist nämlich Hundestylistin. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt, aber der Kleine, der wird jetzt getrocknet. Es war ein Kampf, oder? Ja, ein harter Kampf. Ein harter Kampf. Ja, komm, es ist doch gar nicht so schlimm. Es ist doch gar nicht so schlimm. Ja. Der Kleine stinkt ja hier. Er will natürlich entkommen. Ja, alles, was nicht aus seinem Mist gewachsen ist, will er nicht haben. Das stimmt, ja. Er ist ein kleiner Rebell. Aber ein süßer Rebell. Oder? Das sind wir uns alle einig. Er ist süß. Ja. Es sieht schon besser aus. Er wird schon trocken. Dauert gar nicht so lange. Ne? Ist zu weit weg? Ja, wir müssen ihn ein bisschen näher ranziehen. Wo will ihr eh da drüben hin? Ist gut, Kalito. Es fing halt das erste Mal. Er hat noch nie einen Föhn gehört. Dann, wir haben extra hier keine warme, also keine heiße Luft, keine Sorge. Der Föhn ist ganz, ganz leicht eingestellt. Aber er hat halt richtig Angst davor. Obwohl, er ist eigentlich eher aufgedreht. So wirklich Angst hat er gar nicht. Der Hund hat ganz schön Eier. Andere Welpen würden jetzt durchdrehen vor Panik. Ja, der hat es gut weggesteckt eigentlich. Der hat es echt gut weggesteckt. Er war zwar wild, aber er hat nicht gewinselt. Schwänze. Er will den Föhn essen. Nein, ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja. So. Genau, trockne dich an meiner Hose. Genau, trockne dich an der Hose ab. Bist du ein bisschen der Ege ganz nah? Ganz der Finger? Gell? Das machst du ganz, ganz fein. Und da sehen wir ihn, unser kleines Goldstück Kalito, jetzt wieder wunderschön karamellfarben. Sein Fell duftet wie eine Sommerbrise, nicht wahr? Oh ja. Das hat echt gut getan, diese kurze Dusche. Und da sieht man auch, jetzt ist er sehr entspannt, erfrischt, erholt. Ihm geht's gut. Ihm geht's richtig gut. Man merkt richtig, der Kleine ist ausgepowert, ne? Du bist jetzt ganz müde und fertig. Ja, so eine Dusche ist richtig anstrengend. Ja, ja. Da, aber er hat es gut weggesteckt, das muss man sagen. Ja, andere Welpen, wenn du die zum ersten Mal mit Wasser so übergießt, die drehen richtig durch. Die drehen richtig durch. Die haben richtig Angst, die verstecken sich erstmal für ein paar Stunden unterm Bett oder sowas. Aber er hier ist schon wieder richtig lebendig. War ich selbst überrascht, also so habe ich das auch noch nicht gesehen, dass das ein Hund so gut wegsteckt. Also die Chloroformflasche, die ist noch unangebrochen. Ja, wir mussten ihm nicht mal einen Lappen an die Schnauze halten. Das ging alles ohne irgendwelche Drogen. Der Hund ist clean. Oh, 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 jetzt wird er aktiv. Jetzt wird er aktiv, ja. Er hat Energie gewonnen. Nein. Er sieht das Toilettenpapier, er will es haben. Das gehört ihm ja auch im Grunde, denn jeder Schiss und jedes bisschen Pipi wird mit diesem Toilettenpapier entfernt. Wir verwenden immer nur ein und dieselbe Rolle, die legen wir dann raus auf die Veranda zum Trocknen, damit wir ein bisschen Geld sparen. Apropos Geld, dieser Hund wird übrigens von dem Bestseller und Amazon-Hitlistenstürmer Tom Sark gesponsert. Jeder verkaufte Roman geht 1 Euro an den Hund, richtig? Richtig, ja.
Denn so ein Hund, der braucht viel. Der braucht viel Geld. Das glaubt man gar nicht. Ja, der Tierarzt, das ist irgendwie so, ja, das geringste Übel sozusagen finanziell gesehen. Sondern die ganzen Spielsachen und Sachen, die er kaputt macht. Ja, Toilettenpapier ist schweineteuer. Habt erstmal einen Hund. Der frisst das Zeug. Jeden Tag eine Rolle. Hat er nicht auch dein Bett ein bisschen zerstört? Er hat so einiges zerstört, aber wir lieben ihn trotzdem, auch wenn er vieles zerstört. Man muss ihn nur mal angucken, so knuffig wie er ist. Also da kann man ihm ja kaum böse sein. Man kann ihm nicht böse sein. Oder willst du die Kamera fressen? Ja, willst du. Willst du da reinbeißen? Oh, wie süß. Guck mal, wie er mit dem einen Auge noch guckt. Wie er dir den Finger durchgebissen hat. Ja, ist ja nicht putzig. Oh. Schmeckt so niedlich, kleiner Kalito. Na, schmeckt die Hand? Der braucht gar kein Spielzeug. Er braucht junge, frische Hände. Ja, er mag Hände. Er mag Hände sehr gerne, besonders von Kindern. Er liebt Kinderhände. Ja. Jetzt kommt noch ein kleiner Spot. Wir nutzen den Welpen aus, um unsere Machenschaften zu stärken, aber in Wirklichkeit arbeiten wir für den Hund. Ist wahr, oder? Eigentlich ist der Hund der Chef. Viele wissen gar nicht, dass der Kanal normalerweise über einen Hund läuft. Ja, Kalito. Er hat die Fäden in der Hand, ist ein richtiger Mafianame. Kalito Mendes. Mendoza. Mendoza. Oh, du bist so putzig. Gut, Leute, das war's vom kleinen Kalito. Vielleicht sieht man ihn irgendwann mal wieder. Das liegt an euch. Jetzt kommt noch ein kleiner Spot, denn wir meinten das ernst. Dieser Hund lebt gerade wirklich von den Einnahmen des Bestseller-Romans von Tom Sark, der ein großer Hundefreund ist und deswegen gesagt hat, hey, jedes Buch, das ich verkaufe, davon geht ein Euro an den Kollegen hier. So ist es. Damit er groß und stark wird und im Drogenkrieg auf der richtigen Seite kämpfen kann. Nämlich auf der Nutten- und Koks-Seite. Ja. Nicht wahr, Kleiner? Ja. Ja, kauft mein Buch. Eigentlich ist es sein Buch. Ja, wenn man so will. Wir sind echt krass. Ich meine, wir nutzen einen Welpen schändlich für Werbung. Wir sind genauso schlimm wie ProSieben. Danke fürs Zusehen. Schaut in die Beschreibung. Da sind alle Links, die man finden muss. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Protokoll 4489. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Waffe der letzten Generation ist einsatzbereit. Leite unverzüglich Phase 1 ein. Samantha Orloff, Protokoll Ende. Projekt Nordlicht. Ab sofort im Handel erhältlich.